Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über ein sehr, sehr männliches Männerparfüm. Ja, Leute, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Ja, ich war vor kurzem mit Hugo Boss Parfüms auf Tour durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir haben das neue Parfüm von Hugo Boss Bottled Boss United vorgestellt. Und ja, bei dieser Tour hatte ich die Parfümexperten ja direkt an meiner Seite. So, und da habe ich den Rainer, der kommt von der Firma Coty. Coty, die machen relativ viele Parfums, ja, also machen unter anderem auch das Hugo Boss Parfum, aber ja, auch viele, viele andere Parfums. Und diesen Parfümexperten habe ich gefragt, hey Rainer, sag mir doch mal, was ist deiner Meinung nach das außergewöhnlichste Männerparfüm, was du kennst oder was ihr bei euch habt, ja? Und der Rainer, ja, der hat mir ein Männerparfüm vorgestellt. Ich bin erstmal fast hinten runtergefahren, habe gedacht, Alter, wonach riecht das denn? Aber jetzt muss ich sagen, es riecht echt sehr geil, weil der erste Geruch, ja, der haut dich im Prinzip fast um. Da denkst du, boah, krass. Aber das, was danach kommt, ja, das ist sehr, sehr geil. So, und es geht um, boah, wäre mir fast weggefallen. Und es geht um folgendes Parfüm. Dieses Parfüm, das ist Gucci Guilty Absolut Pur Homme. So, Gucci Guilty, Leute, mich hat es am Anfang echt umgehauen. Ich habe gedacht, Alter, was ist das denn? Aber das ist wirklich, da hatte der Rainer von Coty recht, wirklich ein außergewöhnliches Parfum. So, als allererstes, Rainer, vielen, 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 vielen lieben Dank, dass du mir dieses Parfüm mitgegeben hast. Ja, wäre nicht nötig gewesen, aber ich habe mich riesig gefreut. So, und für diejenigen, die dieses Parfüm noch nicht kennen, ja, für diejenigen erkläre ich jetzt mal, okay, wie riecht das Parfüm eigentlich? Ich habe es mir extra aufgeschrieben, ja, ich habe es mir extra aufgeschrieben für Kopf, Fuß, Kopf, Herz und Fußnote, was da drin ist. Also in der Kopfnote dieses Parfüms ist Leder, ja, also absolut, wenn du das riechst, ja, das erste Duft, der in deine Nase reinsteigt, Leder, 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 ja, aber irgendwann, im Laufe der Zeit riecht es nicht mehr nach Leder, sondern so ein bisschen nach Pflanze, aber auch nach, nach Holz. Ja? Also wenn ich mir jetzt mal einen Typ Mann mir vorstelle, der dieses Parfüm trägt, ja, stelle ich mir so einen richtig männlichen mit Vollbart, stelle ich mir so einen richtig männlichen, vollbärtigen Holzfäller mit Holzfällerhemd vor. So ist der erste Eindruck, den ich hatte, als ich das Parfüm gerochen habe. Also, in der Kopfnote Leder. In der Herznote Patchouli, das ist ein Lippenblütengewächs, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Und Zypresse, ja, also zwei, sag ich mal so, ja, wie nennt man das? Ja, so wie so ein Buchsbaum. Also so einen waldlichen, sehr männlichen Geruch. Und in der Basisnote sind Holzakkorde. Also dieses Parfüm, ja, ist wirklich ein absolutes Männerparfüm, wie man es sich nur vorstellen kann. Also richtige Männlichkeit, was dieses Parfüm ausstrahlt. Also wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem richtigen, ja, Touch Männlichkeit, dann ist das Parfüm wirklich das Richtige für euch. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, ja, es ist nicht, dass jeder dieses Parfüm mag. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele, viele Leute dieses Parfüm absolut gar nicht mögen, ja. Also es ist mal was komplett anderes, aber auch so ein Biker, ja, so eine Harley-Davidson fährt oder sowas richtiges Männliches ist das. Also für mich persönlich, ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin nicht männlich, aber ich persönlich würde es jetzt nicht jeden Tag tragen, sondern ich würde das so zu besonderen Anlässen tragen. Ja? Wenn ich zum Beispiel schick im Anzug rausgehe oder zu einer Veranstaltung oder zu einem Date oder so, da ist das Parfüm echt geil. Weil das Parfüm bleibt nicht nur in der Nase, sondern auch im Kopf. Also wenn ihr Männlichkeit braucht, dann ist das Parfüm auf jeden Fall geil. Ist nicht jedermanns Sache, ja, muss man auch dazu gesagt haben. Aber ich finde, wenn ihr auf der Suche nach einem richtig männlichen Parfüm seid, dann ist Gucci Guilty Absolut Homme, wie heißt es? Doch, Gucci Guilty Absolut Pur Homme auf jeden Fall ein guter Kauf. Ist nicht gerade günstig, ich packe mal den Link in die Videodescription rein, aber ich muss sagen, das war auf jeden Fall nochmal ein Video wert, weil ich es einfach nur sehr männlich. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben. Ja, ich freue mich über jegliche Kommentare. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr das Parfüm kennt und wenn ja, wie ihr das Parfüm findet. Ich habe es gerade aktuell auch drauf und es bleibt einfach in der Nase. So, es bleibt auch lange. Ja, das ist auch noch fast vergessen. Es bleibt wirklich lange, lange, lange da.
So Leute, jetzt, wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Und falls ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Und ich bin mal gespannt, ob ihr noch mehr Videos von mir zum Thema Männerparfüms haben wollt. Wenn ihr noch mehr Videos zum Thema Männerparfüms von mir haben wollt, dann schreibt es auch in die Kommentare rein. Ich sage jetzt, adios, amigos.